Bereits seit Ende 1929 besteht das Ausbesserungswerk in Dessau. Von Anfang an ist Dessau für die Aufarbeitung von Elektrolokomotiven bestimmt. In den Ausmaßen unübertroffen ist bis heute die Halle 1, die mit 7 Längsschiffen eine überbaute Fläche von 30.385 Quadratmeter aufweist. Heute gehört das AW zum Geschäftsbereich Nahverkehr und ist für die E-Lok-Baureihen 143, 110 und 111 zuständig. Nach einer Laufleistung von etwa 1 Million Kilometer müssen alle Maschinen grundlegend ausgebessert werden. Nach der Anlieferung im Werk wird zuerst demontiert. Bis in das letzte Einzelteil werden die E-Loks zerlegt. Die Hauptbaugruppen wie Motoren, Drehgestelle, Radsätze, Trafos und Steuerungstechnik werden in Einzelwerkstätten aufgearbeitet. Auch hier in der Motorenwerkstatt wird zunächst zerlegt. Nachdem alle Motorbaugruppen gesäubert und geprüft sind, werden die Verschleißteile erneuert. Der Kollektor hingegen wird nur abgedreht. Per Hand muss in den auf Maß gedrehten Kollektor die Nut gefräst werden. Bevor die fertigen, wieder zusammengebauten Motore in die Drehgestelle gesetzt werden, wird noch eine Funktionsprüfung durchgeführt. Szenenwechsel in die Radsatzwerkstatt. Der Name sagt es schon, hier werden Räder und Achsen aufgearbeitet. Dazu gehört auch eine Neubereifung der Radscheiben. Vor dem Aufziehen wird der Rohling vorgewärmt und wenig später ist der komplette Radsatz mit dem Radreifen verbunden. Gleich nebenan stehen die großen Radsatzdrehbänke, die den Spurkranz und die Lauffläche in die richtige Form bringen. Rechnergesteuert sind die modernen Radsatzdrehbänke in Dessau, so dass Maßgenauigkeit garantiert ist. Zuerst wird der Spurkranz auf Maß gedreht. Gut eine Stunde später hängt der fertige Radsatz am Kranhaken und schwebt zur Drehgestellwerkstatt. Zuerst werden Motor und Radsatz wieder zu einer Einheit verbunden.
Danach wird das ausgewässerte Drehgestell aufgesetzt. Tägliche Routinearbeit in Dessau. In der großen Richthalle schwebt der fertige Lokkasten der 110-460 durch die Halle. Alle hauptuntersuchten Lokomotiven verlassen heute das Werk im neuen Verkehrsrot. Langsam wird der Lokkasten auf die Drehgestelle herabgesenkt. Basierend auf der Neubau E10 kam ab 1962 die Bügelfalten E10 hoch 3 zur Deutschen Bundesbahn. Ab 1968 sind diese Maschinen in die Baureihe 110-3 eingeordnet. Bis heute sind noch fast alle 110er im Reisezugdienst anzutreffen. Nach wenigen Minuten ist der Lokkasten wieder mit seinen Drehgestellen verbunden. Nach dem Prüfen aller elektrischen Teile werden die E-Loks wieder in Betrieb genommen. Im Freigelände ist 155-080 auf Probefahrt. Sie ist einer der letzten 155er, die hier in Dessau aufgearbeitet wurde. Mit der Zuteilung zum Geschäftsbereich Nahverkehr wird Dessau in Zukunft keine Güterzugloks mehr ausbessern. Die leistungsstarken Güterzug-E-Loks der heutigen Baureihe 155 kamen von 1977 bis 1984 als Baureihe 250 zur Deutschen Reichsbahn. Rund 5150 Kilowatt bringt die Güterzuglok auf die Schiene. Heute gehört sie zum Geschäftsbereich Cargo und wirbt im neuen Verkehrsrot für die moderne Bahn. Auch eine historische E-Lok gehört zum Bestand des AW Dessau. Ab Anfang der 30er Jahre kamen die ersten Maschinen der Baureihe E44 zur damaligen Reichsbahn. Sie waren gleichermaßen im Personenzug wie auch im Güterzugdienst anzutreffen. Bei den Personalen wurde die E44 als Mädchen für alles bezeichnet. Über 1000 Mitarbeiter sind heute im AW Dessau beschäftigt. Bald 300 Maschinen durchlaufen jährlich die Hallen. Werk 2000 heißt das neue Konzept, mit dem sich das AW Dessau für die Zukunft rüstet. Wünschen wir dazu alles Gute.